So, ja. Also wir machen jetzt beide denselben Quest. Das heißt, bei dir steht auch, begib dich in die Verräterfeste, um das Heft für den Azoth-Stab zu erringen. Ja. Du bist ja kapellos. Komm mal hier rüber, wo ich bin. Warum? Dann kannst du die Stadt, die Teleportstation freischalten. Hier geht's aber gut. Ja, ich komme ja schon. Ich sehe nur den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du bist eh auch nur unter 100 Meter, da kannst du den Abstecher kurz machen. Macht denn die Teleportstation mitten im Wald? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich hab's dann nicht hingestellt. So. War schon da. Folge mir. Jo, ich folge dir. Wir gehen jetzt über den Pass des Karadras. Okay. Gesundheit. Weil durch die Minen möchte ich nicht gehen. Die Zwerge haben zu tief gebuddelt. Sie haben etwas aufgeweckt in der Dunkelheit. Dich? Ja, mich. Oh, guck mal, was ist das denn da? Das ist Seelenzacke. Und, kannst du abbauen? Nö, mach mal. Okay. Der Pass hier daneben, da wo man. Daneben. Da hier ist nochmal gleich Seelenzacke. Da kannst du gleich nochmal. Also hier, da wo. Hier um die Ecke, um den Berg rum. Ja, weil ich habe Bergbau schon auf 60, deswegen. Da. Und ich habe gerade noch einen Gegner angezogen. Den mache ich mal. Wenn der. Ignoriert mich völlig. Hallo! Hier ist, spielt die Musik, junger Mann. Laut. Da hinten ist eine dicke Kiste. Oh, hat sogar was getroffen. Oh, die nehme ich mit. Was? Ja, raues Sandpapier und schwaches Lösungsmittel. Das ist genau das Zeug, was du so teilweise brauchst zum Umwandeln von Mats. Also wie zum Beispiel Eisen in Stahl. Guck mal, ist das nicht süß? Es hat keine Beine. Mach's weg. Es hat keine Beine. Die kraucht ein Skelett. Was denn? Das Skelett hat keine Beine. Ach so. Nur ein Oberkörper, der rumkriecht, aber dich anspringt, wenn er zu nah ist. Versuch dich zu fangen. Oh, guck mal, was hier liegt. Uiuiui. Eisen. Ohne Kontext war das echt amüsant. Komisch. Hacke, hacke. Amüsant. Der Shadow Noob, alles klar. Der heißt so. Oh, Redbird ist nur 400 Meter weg. Das ist gar nicht so. Der ist hinter uns. Der will uns fangen. Nee, die Quest, die ihr macht, habe ich schon gemacht. So, komm, wir springen in den Tod, Blizzardo. Ach, so tief. Okay, ich lasse den Vortritt. Ich habe hier noch keine Höhe gesehen in dem Spiel, wo man sich mit umbringen könnte. Mhm. Trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, eine Klaus Peter einmal beim Runterspringen zu sterben. Aber jetzt müssen wir aufpassen, wo wir hinlaufen. Lass uns mal hier rüberlaufen, weil da hinten sind. Okay. Meine Vermutung ist, dass eine Closed Beta am Anfang der Fallschaden höher war. Haben es dann leider etwas zu sehr abgeschwächt. Haben sich zu viele Spieler beschwert. Ich bin gestorben. Ja, weil ich aus 200 Meter Höhe runtergesprungen bin. 200 Meter gibt es so in dem Spiel gar nicht. Ich wollte nur verdeutlichen halt. Wo rennen wir denn hier eigentlich? Das sah so nach offenem Feld aus. Ich habe eher so einen Eindruck. Ich renne nur hinter dir hinterher. Ich habe gar nicht auf der Map nachgeguckt, wo mir es gerade hin. Ich hab die Markierung da ausgelassen, wo halt die Berge eingezeichnet sind, weil du da meistens nicht weiterkommst. Achso, ja, okay. Der Hauptquest ist, was ist denn das? Tja. Oh, ein Schaf. Gib's ihm. Der Assistent? Hier ist noch eins. Das ist ein, weißt du, wie das Schaf heißt? Das ist ein Aufstieg der Korsarenschaf. Mann, was? Das heißt so. Ein Aufstieg der Korsarenschaf. Tatsache. Aufstieg der Korsarenschaf.
Die Mobs haben generell seltsame Namen teilweise. Das ist ja hier für Caro, ne? Hier die Übersetzungsdinger. Wenn du in das Handelsfenster aufmachst, warte mal, lass mal kurz handeln, Lesado. Das ist noch so ein Typo. Also einmal übersetzen sie Skins als heute. Wie handelt man nochmal? Das hast du mir vorhin schon erzählt und das andere ist einsperren. Einsperren, geht richtig, brauchen wir nicht machen. Geht das nur? Ja, das hast du mir schon erzählt. Ich dachte, was ist denn heute einsperren? Mittag. Das heißt einfach den Handel, also festsetzen. Und ja, ich verstehe. Und beim Aufnehmen kommt ja auch irgendwas die Meldung von wegen Skills kaufen. So und das. Oh. Anstatt Skills setzen. Anstatt Skillpunkte verteilen, meinst du? Ja, steht kaufen da. So, naja, man könnte es fast schon so. Ja, so um drei Ecken muss ich erklären. Mit den Punkten kauft man ja so gesehen die Skills, oder? Ja, so. Also ich finde das relativ logisch, Skillpunkte kaufen. Ja, ich finde das in Ordnung. Also das hätte ich durchgehen lassen. Nee, ihr seid beide. Ja. Du bist auch doof. Was ist denn das hier? Und spring, Blizzardo, juhu! Ah, Butter, lecker! Was, Butter? Ja, ich mach Butter und jetzt mach ich Pasta. Ah, Wolfi macht Low Carb, der isst nur noch Butter. So. Ach ja, Mike. Wollen wir Butter bestellen? Butter? Müssen wir da durch? Ich glaube, wir können da durch, kann das sein? Ach, ah, Butter, okay. Ja, bei dem Inder, wo wir letztens bestellt haben. Wir müssen da rein. Okay, dann mal Butter. Ab da rein. Ich weiß auch, wo wir da oben ist es schon. Im Gegensatz zur Beta ist es jetzt richtig gut beleuchtet. Ja, frag mich nicht, wie oft ich da dran vorbeigelatscht bin. Deswegen haben sie es jetzt wahrscheinlich beleuchtet ohne Ende. Ja. Schön, wie die 13er runtergehen. Wenn sie mal. Wo rennt denn der jetzt bitte hin? Keine Ahnung. Das weiß er wahrscheinlich selber nicht. So, hier gibt's erstmal Kisten. Ich glaube, außenrum kann man hochspringen, glaube ich. Ne? Was? Da ist irgendwas gespawnt. Ja, direkt neben dir. Aber ist für dich. Ist da noch ausgeglichen, als ich zuschlagen wollte? Ich weiß, wo ich nicht darauf komme. Müsste hier eigentlich gehen, oder? Zup! Nee. Zup! Zup! Hier geht's. Zup! Bin oben. Okay, dann komme ich ja auch. Schwupps, sprich mit. Ach, leck mich doch an. So. Müsste schon wieder zurück, oder? Nee, jetzt müssen wir wieder zurück hier. Von Pontius. Lass mich raten. Nach Pilatus. Und umgekehrt. Können wir schon denken, wo wir hin müssen. Naja, zu dem Questgeber halt. Ans Wasser. Hauptquest. Ja. Hauptquest ist eigentlich immer eine Quest annehmen, zu einem Ort gehen, irgendwas erfüllen, wieder zum Questgeber zurücklatschen. Das kreuz und quer über die komplette Weltkarte eigentlich. Ja, weil irgendwie müssen sie ja die Spieler beschäftigen. Warte mal, hast du nicht gesagt... Irgendwie müssen sie die Spieler ja durch die Gebiete leiten. Ehrlich gesagt, mache ich mal einen Abstecher, wir haben es ja nicht eilig. Ich mache mal einen Abstecher nach Königsfels. Dann mache ich mal diesen Quest für den das Stufe 2 Lager. Achso, ja, kannst du machen. Angeln hast du, glaube ich, im Norden schon gemacht, oder? Das habe ich... ja, ich müsste jetzt... Keine Ahnung, ich müsste jetzt zu jemand hin, ganz weit in den Norden, und zwar noch weiter als Lichtfell, als hier, wie heißt es? Ja, ist am, nee, gar nicht am Rand von Immerfall ist das zu... Die riesigen, Stufe 30 Gebiet. Ich weiß nicht, ob ich da schon hin will. Also da würde mich der Angelquest hinbringen. Nee, soweit bin ich noch nicht. Ich bin nur hier etwas nördlich von hier. Da mache ich mal die Quest noch, das ist die Angelquest zur Stufe 10. Die hast du wahrscheinlich schon geholt. Den habe ich schon, die, ja. Genau, an der Grenze. Meiner ist jetzt bei 30. Gut, dann gehe ich da jetzt hin. Dann kannst du ja nach Königsfeld gehen. Oh, Eisen. Dann mache ich das schnell.
Alles mein Eisen. Nehmt die Finger da weg. Kein Spieler an die Rand kommen hier. Mein Eisen. Eisen sammle ich jetzt erstmal keins mehr ein. Ach doch. Bei uns weiß ich, wo man Eisen in Hülle und Fülle sammeln kann. Weißt du auch, wo man Salpeter in Hülle und Fülle sammeln kann? Im Baumarkt. In Höhlen. Was macht man denn mit Salpeter? Was willst du denn damit? Ja, Kanonenkugeln. Für Munition herstellen. Achso, okay. Salpeter? Holzkohle, Salpeter und... Gut, meine Munition heißt Pfeile. Eisen? Ist das hier Königsfels? Ja. Holzkohle verstehe ich nicht. Warum Holzkohle? Aus Holzkohle und Salpeter kann man Schwarzpulver herstellen. Richtig. Ja. Ah, okay. So. Dann ergibt das ja wohl Sinn. Ja, und ich habe schon 841 Schuss. Was machst du damit? Gar nix. Ich habe keine Waffe. Hä, warum machst du das dann? Willst du die mir geben? Wie hast du die gesammelt? Also ich habe nicht mal so viel. Ich habe noch nie geschossen. Hergestellt. Ich habe gerade mal... Okay, alles klar. Frank hat sich erledigt. Ja, Wolfi ist... Dachte schon, du hättest ihn in den Kisten gefunden. Nein. Das war ja nein, Wolfi macht doch alles selber. Der ist noch einer von der alten Schule. So, was haben wir da? Magst du mir die Kugeln geben, Wolfi, wenn du die nicht brauchst? Nein, musst du jetzt sagen. Sag mal nein, Wolfi. Ich bin momentan weit weg. Wolfi, hör nicht auf die ärgern dich. Ja, ja, ganz schlimme Leute. Ja. Du darfst aber fast nicht. Fast so schlimm wie ich. Du darfst nicht vergessen, ich bin noch gar nicht geärgert. Ich habe gefragt, ob er mir die Kugel geben will. Alles gut. Hilfig wird vom Stufe 6 Wolf verfolgt. LOL. Oh Gott. Jetzt lass dich nicht ins Bein beißen. Er will mich beißen. Ach, ist das schön hier mit dem Wetterchen. Mal ein Screenshot machen. Weißt du, woran du die intelligenten Tiere hier in dem Spiel erkennst? Dass sie weglaufen? Genau. Weil die immer angreifen, die sind tausendmal gestorben und haben trotzdem nicht gelernt, dass sie angreifen keine gute Idee ist. Wie gesagt, den Büffelquest habe ich wieder abgebrochen, weil der als Nahkämpfer, also wenn du reiner Nahkämpfer bist, kriegst du den Büffel nicht. Der bleibt nicht stehen, der rennt bis zum Ende der Karte. Ja, nicht wirklich, aber... Also ich habe einen erwischt. Bis zum Ende von einem gewissen Gebiet und dann kommt er wieder zurück. War auch eine metaphorische Übertreibung, lieber Busado. Bitte sag mir das nicht. Genau. Bitte sag mir das nicht. Sehr schön. Metaphorische Übertreibung. Ja. Wo sind die Trathühner, Truthähner? Die Dinger halt. Da müsste einer rumlaufen. Da ist er. Nee, das war gar keiner. Das war ein Toter. Ich wurde mit Huhn gepatzert. Lass ja wenigstens ein Toter an. Ja, aber ich will den ja selber töten. Okay. So. Keine Ahnung, was es ist. Lass ich jetzt aber erstmal zu. Ich weiß immer noch nicht, wie man eine Stadt einnimmt. Was muss man dafür machen? Eine Stadt einnehmen? Ja. Jetzt sag mir nicht PvP machen, weiß ich selber. Ja. 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 Was soll ich da noch zu sagen? Was man dafür machen muss im PvP. Ist es der Uranus? Gewinnen? Der heißt wo nicht sich Uranus. Jeder sicher und willkommen fühlen kann. Die Herkunft oder die Persönlichkeit spielen dabei keine Rolle. Jetzt muss ich erstmal den Quest finden, wo der... Gibt hier aber nur einen Quest. Wenn es nur einen Quest in der Siedlung gibt, müsste das der... Nee, gibt leider nicht. Gleicher Modegeschmack, hast du gesagt, ne? Genau. Und das ist so ein NPC, der auf einem Stuhl sitzt. In der Nähe von unserer Fraktions-NPC. Hallo? Schon. Wie läuft es so? Gut. Ich gebe das zwar nur ein weiblicher zu, NPC. Aber Gomez hat recht. Wir brauchen Verbündete. Mit schlechter Mundanimation. Also, Überlebenskünstler Lee besitzt großen Einfluss im Immerfall.
Er ist auch ganz so, wo soll denn Kind nach Immerfall? Na klar, wir Klamotten, gehen auch nach Immerfall. Ist überhaupt gar kein Problem. Ja, habe ich doch schon gesagt. So, wo ist Immerfall? Und wenn du ihn dann abgibst, du musst die Folgequest hier annehmen. Das ist ja schon erledigt. Schau, da müssen wir hin. Gebe ich da das? Nee, das geben wir nicht aus. Komm, wir gehen nach Immerfall. Du läufst jetzt? Da laufe ich jetzt. Da bin ich mal so frei. Das sind ja nur 1,5 Kilometer. So. Ja. Jeder Gang macht schlank. Außerdem führt da direkt eine Straße hin. Werde ich nicht von den Level 1 Truthähnen belästigt. Ja, die sind immer so schlimm. Eben. Eigentlich will ich ja von denen belästigt werden. Ich muss die noch kloppen. Na, ich auch, für die Quest. Da ist einer, komm her, mein Schätzekind, komm, mein Kleiner, komm, nein, nicht weglaufen! Oder, nee, Quatsch, der zeigt mich, du bist gerade nicht an. Mann! Wo kam denn dieser leicht indische Akzent gerade her? Du blödes Ding! Ich hasse dich! Nein, nicht dich, den Truthahn. Ja, ich weiß. Da ist noch einer. Jetzt bleib hier! Mann! Gleich so. Wieder. Haben wir Leck oder was ist los? Blödes Stück. Wolltest du eigentlich nicht nach Immerfall? Bin ich da unterwegs oder nicht? Nö, du laufst nach Süden. Nee, ich laufe nach Süden. Ich sehe doch wieder ein Icon, das sich auf der Map in Richtung Süden markiert. Ja, aber da war der Truthahn, ich hab eine Ausrede. Ach so. Da sind noch mehr Truthähne. Ich sehe die jetzt zum Glück auf der Karte. Hallo, wo seid ihr denn? Ich weiß auch noch welche, aber ich muss da, mal gucken, da ist er. Komm her, komm her. Treffen wir uns in Immerfall. Ich glaube, das ist nämlich der nächste Ort, an dem ich jetzt noch überlegen kann. Sonst müsste ich jetzt meinen. Ich muss trotzdem noch 10 Truthähne töten. Ach so. Sonst müsste ich jetzt meinen. Teleport zurück in mein Gasthaus nehmen. Das ist kein Truthahn, der hat 4 Pfoten und lange Schnauze und spitze Ohren. Das ist auch kein Truthahn. Nee. Das greift mich schon wieder der Level 6 Wolf an, zu dicht an ihm vorbei hier ran bin. So, mal den ganzen Neulingen hier guten Tag sagen. Das sind nämlich lauter Level 4er und Level 3er. Im Anfängergebiet hier. Im Königsfeld. Königsfels. Fange 8 Fische. Ach, die habe ich schon. Mit einer Länge über 20 Zoll. Den muss ich jetzt abgeben, den Quest. Komm, jetzt zur Abwechslung nehme ich mal den Hammer. Ich trainiere mal den Hammer. Der sieht so unförmig aus. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass man damit irgendwas tot kriegt. Hau vor allen Dingen nicht auf den Fuß. Meinst du wegen der Größe? Ja. Könnte wehtun. Eisen. Also Wildschweine sind schon mal keine intelligente Tiere. Meinst du, weil sie auf dich zukommen? Ja, wobei sie sind semi-intelligent. Immerhin greifen sie dich nicht von alleine an, ne? Doch, das Wildschwein hat mich gerade von alleine angegriffen. In Level 3 Wildschwein. Okay. Süß, oder? Ja. Dem hat wahrscheinlich nicht gefallen zu sehen, dass ich schon Level 21 bin. Ich da hoch oder komme ich da nicht hoch? Ne, da komme ich gar nicht hoch. Kann ich wieder runterklettern. Ne? Hast du dich schon wieder verlaufen? Nee,
Da flog gerade irgendein Pfeil an mir vorbei, war ich jedenfalls der Meinung. Also meiner war es nicht. Der Truthahn, den ich da gerade am Radar gesehen habe, ist weg. Komisch. Dann war es ein anderer Spieler vielleicht. Vielleicht hat er einen Pfeil geschossen an dir vorbei und auf den Truthahn. Sowas würde nie einer wagen. So, warte mal, Musik da runter, das ist ja immer noch ein Stückchen. Da kam mir gerade ein Truthahn entgegengelaufen. Bist du in, Nee, bist du nicht. Aber ich kann da runter springen. Ich bin nicht ganz so weit weg, sag mal so. Man sieht hier halt dummerweise überall irgendwas, was man einsammeln muss. Ja. Welche Blumen. Brunnenkresse, Flusskresse. Die braucht man eh dann später für den Quest, die Flusskresse. Insofern sammle ich den schon mal ein. Ach, muss ich einen Pfeil verschießen. Okay. Da war auch gerade ein Pfeil. Das ist an, der an mir vorbei. Flug. Tja, warte mal, wie weit ist es denn noch? 500 Meter. Okay. Ein Ergu hat gerade auf mein totes Wiedervieh gezielt und geschossen. So ein Schlingel. Ja. Also was ich echt gut finde, ist diese Radarmarkierung, dass dann immer mehr Sachen auf dem Radar markiert werden. Naja. Findet Blizzardo nicht. Was? Findet Blizzardo nicht. Ich habe gar nur halber gehört, weil ich gerade von einem Schaf angegriffen wurde. Aber okay. Oh, da kommt ein Fleck angelaufen. Sehr wohl. Mit Anhang. Was kommt denn da? Achso, die gehören nicht zu mir. Hab nichts mit denen zu tun. Wenn wir hier den Berg rauf. Gibt's eigentlich irgendein Skill, das das Bewegungstempo erhöht? Wäre ja auch mal was. Gute Frage. Merkt, wir nähern uns einer Stadt. Ja, es werden mehr Spieler. Ja, vor allem mehr Lagerfeuer. Ach so, stimmt. Die fallen dir schon gar nicht mehr auf. Habe ich schon ausgeblendet. So, und dann kriege ich hier Lagerfeuer 2. Jupp. Du musst einfach nur die Quest abgeben, dann hast du schon automatisch Lagerfeuer 2. Ist ja toll. Das mit dem Schrägdach. Ich wollte ja noch andere gute Sachen haben, oder? Finde die. Ja, du hast dann halt Stufe 2 Essen, kannst du dann herstellen. Wo ist denn der Quest? Ach, habe ich nicht eingeblendet oder was? Den jetzt nicht angenommen habe, kriegt Trappel. Nebenhandlung. Wie heißt denn der? Der müsste doch markiert sein. Ein grüner Haken drüber sein. Aber leider weiß ich nicht mehr, wie. Ich glaube, der war. Hab ich den nicht angenommen? Ernsthaft? Warte mal, müsste ich ja noch. Doch, der Quest ich weiß, ist weg. Happen Honig zwischen den Siedlungen. Der Quest ist weg. Hä? Ach, da, ich soll noch was machen. Ich hab einfach auf dich gehört. Ja, finde zerfetzte Seidenstücke von Skeletten in Antares Acker. So eine Frechheit. Ja, da war ja noch was. So ein Lömmel. Hat er mich hinter das Licht da war ja noch geführt. Was. So, als. Ja, ich mich viel Spaß beim Zurücklaufen. Ich werd wahnsinnig hier. Wo finde ich Flusskresse? An Flüssen. Du wirst es nicht glauben. Ah,
sehr schwierig zu finden. Sorry, vielleicht ist es gerade etwas dünnhäutig. Hurra! Das sind leuchtende, hochgewachsene, ja, also hochwachsende Pflanzen. Kann man eigentlich nicht übersehen. Sie leuchten schon aus weiter Ferne. Also richtig hell. Und da einen besonderen Skill für? Ja, ich glaube 20 oder 30 in Sammeln, ich weiß es nicht. Den habe ich, Gott sei Dank. Malo! So eine Schweinegrütze. Du könntest die freigeschaltete Schnellreise benutzen. Ja, aber dann verbraucht er wieder Arzt. Nein. Nein, wir gehen per Pedis. Jetzt sind aber hier. Da hätte ich so schön abbiegen können. Nein! Noch irgendwas hier drin. Wobei hier 110 brauchst du einen. Warum brauchst du einen 110, aber dahin nur 66? Das ist mir unklar. Die eine ist viel näher, braucht 110, also die andere ist. Das liegt, glaube ich, am Dings, am Gebietsbonus, den, also den Gebietslevel so, beziehungsweise. Ja, weil das hier. Geholt, ah, das alles klar. Jetzt, glaube ich, günstiger. Ich verstehe. Ist jetzt meine Interpretation. Gehört das Gebiet uns, wo du hin willst? Nein, das ist der Krux. Dann ist das nämlich teurer. Wenn das Gebiet uns gehört, ist es billiger. Mal, wir laufen jetzt, wenn ich jetzt hier um den Berg rum beatsche. Das heißt, ich setze mir da eine Wegmarkierung, wir laufen erst hier hin. So. Naja, ein gutes hat es, vielleicht finde ich unterwegs noch Truthähne. Die sagten langsam in den Foren immer so schön, ist ein Walking Simulator. Die wollen ja auch alle Reittiere haben, ich verstehe gar nicht warum. Naja, sag mal so, das mit dem Hin- und Herreiten ist schon ein bisschen. Hin- und Herlaufen ist schon ein bisschen aufwendig. Ein klein bisschen. Was soll ich sammeln? Seidenstücke, hört auf mich an zu kauen. Ohne hin und her laufen würdest du aber wahrscheinlich sehr viel weniger Matz sammeln. Ja, das auch, ne? Also wenn du dich immer hin und her. Das ist eigentlich schon ganz gut, weil. Man braucht den ganzen Krempel ja leider. Also eigentlich nicht unbedingt, aber wenn man irgendwie sinnvoll. Das verfolgt nicht. Achso, das. Es knurrt und bellt. Denn es ist ein wildes Wolfi. Meinst du? Ah, Truthahn, komm her, mein Hübscher. Jetzt mach ich den Wolf platt, damit ich ihn. Truthahn, plündern kann. Stirb. So. So, dann muss ich mir jetzt nur noch überlegen, wo kriege ich eine Level 3 Küche her? Tja, gute Frage, nächste Frage. Vermutlich einfach warten. Was ist denn das da? Ich glaube, wenn du auf die Stadt klickst, also wenn du rausgezogen bist, auf die Stadt klickst, öffnet an rechter Seite doch die Dings. Ja, genau, da steht's drin. Also eine Level 3 Küche gibt es noch nirgendwo. Ich mal will Küche, was Mahlzeiten ist kochen. Küche? Was ist Küche denn? Schnell's Ofen, Gewein, Cooking Place. Werkstatt, Gewein, Küche, ach, das ist das, Küche. Was ich bisher sträflich vernachlässigt habe, war Holzfällen. Kann irgendwie
weiß ich nicht, auf Bäume einschlagen widerstrebt mir. Da bin ich hoch, ich glaube 47. Ne, Küche Level 3 gibt es glaube ich noch nicht. Sieh ich dann aus. Ne, 39. Bei Kochen bin ich auf 47. Hilfe, der Wolf kommt. Hat jemand eine Schmelzerrang 3? Wahrscheinlich auch noch nicht. Hat ja. Jemand was? Eine Schmelzerrang 3 für Gold schmelzen. Ne, sieht nicht danach aus. Boah, was für ein Weg. Man läuft sich einen Wolf. Warte mal, was ist das da? Pflanzen. Gut. Das ist doch dauernd. Dieses Donnern sind tatsächlich die Hämmer. Hat ein Spieler neben mir auf den Tisch gehauen. Also. Ja, das ist ziemlich laut. So, bin ich da richtig? Ja. Ich glaube, Phasen habe ich auch ein paar. Ja. Ich nehme ein paar. 300. So, auch wenn wir ein bisschen überziehen. Da gehen wir jetzt noch hin. Wie viel Seide müssen wir da holen von den Viechern? Irgendwo da muss noch ein Truthahn sein. Aber leck definitiv dabei. So, 8 Truthähne muss ich noch umhauen. Wie viel Flusskresse brauchst du, Redbeard? Noch ein. Wie es aussieht, auch gerade in deine Richtung. Ja. Den Fluss entlang. Lebenspartikel. Na. Falsch. Okay, das halt noch. Was ist das? Ja. Zerfetzte Seide von himmlischen Ahnenwächter in Aishana und Antares. Von wem? Von Skeletten, die in einer Ruine rumlaufen. Dann gehen wir die nochmal besuchen. Hallo, ihr kleinen Skelette. Das ist automatisch merken, da wo die jede Menge Spieler rumrennen. Naja. Zumindest bei mir war es so. Quest machen halt wieder mal jede Menge Spieler. Naja, Lager. Flusskresse. Hast du Flusskresse gefunden? Ja, ganz viel. Na, eigentlich nur 2, aber wurscht. Ich habe auch welche gefunden. Kann ich mich daran. Klaut. Bin kurz AFK. So, haben wir. Haben wir. Eine Schildwache. Ja, ich hab die Flasche genommen. War meine Blume. Oh, noch einer. Kann euch alle wegdenken. Ich hab
Ich frage mich, wie stabil man so als anderer Spieler ist. Wenn man denn merkt, dass man als Tank etwas stabiler ist. Oder ob man es überhaupt merkt. Oh, das geht auf Cooldown. Ich bin mal, ehrlich gesagt, so ein bisschen auf das Endgame gespannt. Also, was es denn so zu machen gibt, wenn man Level 60 ist und alle Instanzen schon mal besucht hat. Meine WoW macht es ja vor, ne? Elite, heroische Instanzen, Raids und sowas. Was wir hier so machen? Ich nehme auch stark an, da wird noch eine ganze Menge kommen. Meinst du, was jetzt noch nicht drin ist? Jo. Aber wenn ich jetzt schon höre, dass manche auf Level 40 oder 50 sind, dann... Naja, das sind dann aber auch die Amok-Gilden hier. Nehme ich mal stark an, die dann rund um die Uhr zocken, sich gegenseitig hochleveln. Gibt's halt das immer. Das sind dann die Leute, die zu viel Freizeit haben. So, wie viel habe ich jetzt? 10. 11. Und der letzte. Galt nicht. Na gut, nehmen wir den. Der ist eine Pflanze. Jetzt weiß ich, wie du ertrunken bist. Ich hab auch gar Kopf unter Wasser beim Pflanzeflippen. Aber das hat, ich bin ertrunken. Das hat bei weitem nicht gereicht, um zu sterben. So, gib da noch mal einen her, hier müsste noch mal einer haben. Plautz. Nummer 1 und Nummer... letzter. So, und jetzt heißt es zurück nach... Wo bin ich hergekommen? Nach Immerfall, ne?